Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von investorenausbildung.de. Mein Name ist Florian Günther und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ja. Heute mit einem dicken Wälzer und mit einem komplett neuen Format. Ja. Also ja, komplett neu. Eigentlich ist alles beim Alten, aber heute möchte ich mit euch eine Buchbesprechung machen. Und ich habe heute einen Wälzer mitgebracht. Das ist hier die Geheimnisse der Wertpapieranalyse von Benjamin Graham und David Dodd. Ja, meine Bücher, wenn ich sie gelesen habe, ich hoffe, ihr könnt es sehen, die schauen immer so aus, ja, weil ich die halt immer und immer wieder lese. Und dann, wenn du die vom Buchhändler bekommst oder je nachdem, wo du es beziehst, dann haben die auch immer so einen schönen Einband. Die nerven mich immer, die tue ich immer weg. Aber das ist mein Buch und das ist meine Bibel. Ja, die liegt irgendwo unter meinem Kopfkissen, deswegen schlafe ich auch so schlecht. Aber das ist die Bibel und das ist die Grundlage des Value Investings, geschrieben von Benjamin Graham. Ja? Und Benjamin Graham war hier der Erfinder des Value Investings und hat diesen Titel schon sehr, sehr früh geschrieben. Aber das Interessante ist, also der hat es schon vor Jahrzehnten hat er dieses Werk verfasst. Aber es hat heute noch Bestand. Und wird heute noch gelehrt an den Universitäten. Also wenn du da irgendwie im Bereich Aktienanalyse unterwegs bist, empfehlen dir die Professoren diese Themen. Und ich muss auch sagen, selbst wenn die Beispiele nicht mehr so aktuell sind, die Themen kannst du eins zu eins übernehmen für die heutige Wirtschaft. Ja, du musst es halt dann noch irgendwie adaptieren auf die Unternehmen, die du jetzt da hast. Aber ich mache mal eine Seite auf. Ich habe mir hier die Buchwertberechnung, die habe ich mir mal extra markiert auch, weil Benjamin Graham sagt halt, der Buchwert ist nicht nur das Eigenkapital, dividiert durch die Anzahl der ausstehenden Aktien, sondern bei manchen Unternehmen macht es auch Sinn, die immateriellen Vermögenswerte abzuziehen. Also das sind zum Beispiel Patente oder solche Dinge, also Dinge, die man irgendwo nicht greifen kann und auch schwierig vielleicht sogar monetarisieren kann. Und genau das habe ich zum Beispiel bei Subsea7 gemacht. Ja. Also Subsea7 ist ein Supporter der Öl- und Gasindustrie und ist stark gesunken. Und da habe ich dann auch diese Buchwertberechnung durchgeführt und bin dann irgendwo auf einen Buchwert von 0,4 gekommen. Also ist schon stark unterbewertet, habe dann auch die Dividende gestrichen und solche Dinge. Und habe dann aber anhand des Buches dann auch erkannt, okay, das Ding ist unterbewertet, das ist aber ein Value Investing, weil das ist eine momentane Erscheinung, dieser Öl- und Gaspreis, aber langfristig gesehen wird es schon mal wieder steigen. Ja? Auch wenn die E-Mobilität hier den Siegeszug antreten wird, nichtsdestotrotz, Öl und Gas wirst du auch nach wie vor noch brauchen, denn die meisten wissen gar nicht, dass die Transportation, also die Öl- und Gasressourcen, die werden zu den ganz geringsten Anteilen fürs Auto verwendet. Ja? Das meiste wird irgendwie für Klamotten, für Seifen, für Schminke, für alles Mögliche, für Kunststoffe, für alles Mögliche wird es verwendet, aber das Wenigste eigentlich für Öl und für den Sprit. Ja. Oder hier habe ich mir auch ein Schema zur Berechnung von Aktien, also für den fairen Wert, habe ich mir auch hier rausgeschrieben. Und ich kann dir dieses Buch wärmstens empfehlen. Also dieses Buch hat knapp 1000 Seiten. Und wird dann auch immer wieder mal kommentiert und verwiesen auf andere Bücher und solche Sachen. Aber das ist die Basis und ich kann dir echt empfehlen, kauf dieses Buch und lese es dir durch, immer und immer wieder. Selbst wenn du es jetzt am Anfang nicht gleich verstehst, bleib dran, stell die Fragen hier auch gerne in die Kommentare rein und dann wirst du sehen, nach und nach geht dir immer mehr das Licht auf und du wirst sehen, du bist geübter und du wirst deine Erfolge einstreichen. Ich hoffe, dir hat dir diese Buchvorstellung gefallen. Das ist heute meine erste Buchvorstellung, deswegen wäre ich gespannt, ob es euch gefällt und ob euch irgendwas gefehlt hat. Das sind jetzt halt sehr persönliche Eindrücke gewesen. Ich empfehle auch nur die Dinge, die ich auch selber besitze oder wovon ich selber auch was sagen kann. Von dem her werdet ihr öfters mal noch solche abgenutzten Bücher von mir hier sehen. Ja, die schauen auch dann auch ganz anders aus. Manchmal sind die auch. Ja, ich nehme die auch auf meine Urlaube mit, dann sind die halt hier. Ich habe ein schwarzes, intelligent investieren auch. Das ist schon komplett ausgebleicht. Ja. Also, die schauen fürchterlich aus, aber ich zeige es euch einfach.
Okay, also ich hätte gesagt, bis zur nächsten Buchvorstellung, ja? Ciao.